Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, ich, ja. Ich will ehrlich mit euch sein, ich habe vergessen, welchen Weg ich gehen muss. Scheiße. Oh, war es jetzt links oder was rechts? Ich meine, wir müssen rechts. Ich bin mir aber echt nie sicher. Ja. Ah, das sieht gut aus. Wenn da schon ein Schatz ist, dann sieht er gut aus. Weil, ist schon wieder eine Woche her. Ich weiß nur noch, dass wir ziemlich starke Gegner hatten. Die aber definitiv machbar waren. Was seid ihr für Viecher? Okay, die kennen wir noch nicht. Ein Dagon. Okay, der macht sich erstmal ordentlich, wie heißt es? Positivzustände. Haha, dann kommt er doch noch auf den Namen. Aber, ja gut, ist gleich tot, ne? Also, das war jetzt nix, ne? Also, was ich machen könnte, was mir gerade so einfällt, ist, Crystarium. Wir haben ja wieder 9600 Punkte, das könnte man wieder mal machen. Sophera hatten wir voll. Heiler? Heiler. Ja gut, Angriffskraft brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Das hatten wir voll. Verteidiger. Okay, super. Yay. Obwohl, die könnte der Hope gebrauchen. Ja gut. Immer 90 Punkte Hope. Immerhin. So, da sind zwei Dagons. Drei sogar. Jetzt schnell. Bäm, Schock. Ich will nämlich jetzt mit allen drauf gehen. Damit ich immerhin schon mal zwei down kriegen würde. Das wäre nämlich echt, das wäre echt sexy, wenn ich jetzt schon mal zwei down kriegen würde. Die erinnern mich so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, dass das Design des, ja, da wo wir jetzt gerade sind, das erinnert mich ja ziemlich stark an die letzte Welt, an das letzte Level von Final Fantasy 13 2. Und auch die Gegner. Es gibt bei Final Fantasy 13 2 auch an dieser Stelle genauso Gegner, die sehen genauso aus. Und die waren der Horror. Also vor denen hatte ich Schiss damals, weil die haben auch diese Stürmenattacke gemacht, aber da warst du instant tot. Das war, boah. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hatte ich immer Angst vor. Da hatte ich immer Angst vor. Aber der hier, muss ich jetzt sagen, ich glaube, wenn ich jetzt keinen Schock gehabt hätte, wäre es definitiv schwieriger geworden. Aber so, Sterne, ich meine, hey. Die geben eigentlich auch gar nicht so schlecht Punkte. 4500 für 3. Oh. Sollen wir hoch? Oder sollen wir hier lang? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Also, so falsch kann das nicht sein. Okay, diesmal machen die nicht. Doch, der macht jetzt das Kraftgeister-Ding da. Aber wie gesagt, an sich sind die Gegner eigentlich jetzt nicht wirklich schwer. Weil selbst ohne Schock ziehe ich den doch schon viel. Habe ich auch gerade gemerkt, weil der hatte ja schon mehr als die Hälfte weg und ich hatte den noch nicht meinen Schock. Vielleicht weil der auch noch nicht die Positivzustände hatte, aber man sieht ja, ich ziehe dem relativ viel ab. Auch egal, ob der jetzt Positivzustände hat. Also das sind Gegner, wo ich sagen kann, die sind cool. Die gefallen mir. Die sind nicht zu schwer, die sind einfach, aber auch nicht zu einfach. Also, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ihr wisst schon ungefähr, was ich meine. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, eine Stoppuhr zu stellen. Scheiße. Das ist ungünstig. Weil bei Final Fantasy weiß ich nie so
recht, wie lange ich gerade schon aufnehme und ich muss hier auf jeden Fall schon mal hin. Ich kann ja gerade erstmal hier speichern, zur Sicherheit. So. Muss ich den untersuchen, oder was? Sieht danach aus. Ich muss also immer zu dem hin. Okay. Ich kapiere es nicht. Muss doch nicht. Ich bin jetzt mir überlegen, gehe ich jetzt noch zu einem nächsten Speicherpunkt? Ja, eigentlich schon. Weil ich glaube, so lang war das gerade gar nicht. Okay, das wird jetzt ein harter Kampf, weil... Das wird jetzt definitiv ein harter Kampf. Genau deswegen. Genau das meinte ich. Aber ich würde natürlich ganz gerne erstmal den Sacrion da down kriegen. Weil der definitiv weniger Leben hat. Natürlich jetzt nicht ganz so günstig, dass ich direkt neben Fang stehe. Nein, war es definitiv nicht. Okay, er hat Schock. Ja, ich muss jetzt drauf gehen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen riskieren. Okay, jetzt hat er sich schön auf die Fang konzentriert. Ja, das war jetzt klar. Das war mir jetzt klar, dass Fang stirbt. Aber das wollte ich auch. Was heißt, das wollte ich auch? Ich wollte das natürlich nicht, aber ging nicht anders. Musste man mal jetzt machen. So, kurz wechseln. Hoffentlich konzentriert. Ja, der konzentriert sich auf Fang sehr, sehr gut. Oh, diese, was war das noch? War das ein Adler? War das ein Milan? Ich weiß es nicht mehr. Die haben es schon ordentlich drauf, auf jeden Fall. Und dann noch mit einem Sacrion. Das ist schon nicht ohne. Das ist schon nicht ohne. So. Und dann kann ich jetzt hochwechseln. So, genau das wollte ich. Wollte gerade abwarten, bis er die Attacke gemacht hat, damit ich hochwechseln kann, damit er auf jeden Fall stirbt jetzt. Und dann können wir auf den Adler gehen. Ein Adler war es, okay. Weil der bekommt ja nur Schock, wenn der in seiner Phase hier ist. Und das ist der jetzt. So, runterwechseln. Sehr, sehr schön. Eigentlich könnte ich an sich auf Blitzschlag wechseln. Weil der macht ja eigentlich gar keine Attacken, während der in dieser Phase ist. Und da kann ich eigentlich mit dem Haupt auch mit drauf gehen. So. Weil dann hat er nämlich einen Job. Und ich würde jetzt weiterhin mit beiden drauf gehen. Weil der zieht mir ja gar nicht so viel ab, während er in der Schockphase ist. So, ich wäre auf jeden Fall sehr verbunden, wenn ich wenigstens die Hälfte abziehen würde. Das
würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe dann einfach, dass kein Adler mehr kommt, weil die Adler sind echt nervig. Ja gut, dann auf jeden Fall mit dem nächsten Schock müsste der dann auf jeden Fall down gehen. Und ich denke, wenn ich das weiter so in der Taktik mache, dann geht das auch. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Ich kann eigentlich darauf scheißen, dass Fang jetzt natürlich fast tot ist, aber der kommt eh nicht zum Angriff, wenn er in der Phase hier ist. Der kommt da eh nicht zum Angriff. Der müsste jetzt eigentlich auch definitiv down gehen. Ja, geht ja. Ja. Der Hope war es sogar. Naja, ein bisschen Erfolg braucht er auch mal. So. Ich muss jetzt aber hier lang. Ich muss hier hin. Ah, da ist ein Safe Point. Das ist sehr, sehr gut. Dann wünsche ich mich da jetzt safe. Sehr gut. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Waren nur wenige Kämpfe, wir sind aber an unser Ziel gekommen. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Ist da was, Freunde? Einfach nur mal aus Jux, mach mal den noch. Einfach nur mal aus Jux, danach gehe ich sofort speichern, keine Sorge. Sanctum? Was? Brilliator? Was? Was ist das? Was ist der? Einfach nur mal aus Jux mal den neuen Gegner noch machen? Ja? Ja? Okay, warum da gerade irgendwie so eine Kurz-Stopp-Sequenz war, habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, der zieht mir schon nicht wenig ab. Ich hab's gemerkt. Ich wollte aufpassen, aber das war jetzt... Wow. Ah gut, wisst ihr was, da können wir mit allen raufgehen. Deeper Pünktchen. So, jetzt hat er nämlich schon wieder Schock. Und dann macht die Fang schon wieder Nachsetzen und dann ist doch alles schon wieder erledigt. Also der Gegner ist auch okay. Den Gegner finde ich auch definitiv okay. Ja. Wie viele Punkte gibt er? Ja, 3500 für einen Gegner. Und das zu der Zeit hier gerade, wo gefühlt ein Gegner nur 1000 Punkte gibt. Sehr gut. So, meine lieben Freunde, aber das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin, tschüss.